Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr Lust habt, mit mir gemeinsam in meine Aufgebrauchtkiste reinzuschauen. Die steht vor mir und die ist schon wieder sehr voll. Ich habe ungefähr jetzt 1,5 Monate gesammelt, also den halben Oktober und so fast den ganzen November. Die Produkte sind nicht alle jetzt in diesem Zeitraum leer gegangen, also habe sie nicht komplett in diesem Zeitraum aufgebraucht, sondern da waren Produkte bei, die jetzt auch schon länger offen waren, die jetzt ausgerechnet dann leer gegangen sind, also keine Angst. Ich habe das nicht alles aufgebraucht in diesem Zeitraum. Es ist Pflege, es ist Haushalt mit dabei, es ist Make-up mit dabei. Und ja, wenn ihr Lust habt, wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir jetzt reinstarten und diese Kiste hier auseinandernehmen, wollte ich euch wie immer darum bitten, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und auch in diesem Video möchte ich wieder an einen von euch was verlosen. Ich habe mir hier eine Look Fantastic Box genommen. Die werde ich mit Produkten füllen für einen von euch, so als Überraschungskiste, wie ich das jeden Monat mache. Und die Infos dazu findet ihr unten in der Infobox. Ihr solltet Abonnent von meinem Kanal sein, dem Video ein Däumchen nach oben da lassen. Und was kommentiert, was Liebes, genau, schon seid ihr im Lostopf, ihr könnt den Hashtag aufgebraucht verwenden, dann weiß ich, dass ihr auch ganz sicher gewinnen wollt. Ja, und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal hier in die Kiste rein. Es ist wirklich eine Menge, ich glaube, das Video wird ein bisschen länger. Meine Miezekatze ist auch wieder mit am Start, ihr seht bestimmt gleich hier wieder, genau, ein bisschen Fell im Bild. Ja, ich sitze wieder auf ihrem Platz, auf jeden Fall würde ich sagen, gucken wir jetzt in die Kiste rein. Ich fange mal direkt mit Haushalt an, ich habe hier einmal von Spee die Mega-Perls, die musste ich mir kaufen, weil es nichts anderes mehr gab. Ich wollte mir eigentlich von DM wieder mein Pulver nachkaufen, das gab es aber nicht und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe dann halt Spee gekauft. Ich habe das einfach mal ausprobiert. Ich finde das gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, aber ich würde mir gerne wieder meins von DM, von Denk mit nachkaufen. Das kennt ihr ja schon von mir, das Grüne aus der Limited Edition, aber das gibt es aktuell nicht mehr. Ich hoffe, dass sie das nochmal reinnehmen. Auf jeden Fall, das fand ich auch ganz gut. Ich glaube, das war ein bisschen günstiger, die schlaue Art zu waschen. Die werben ja auch immer damit, dass es günstig ist, auf jeden Fall fand ich es ganz gut. Dann habe ich einmal hier von, also Finish, die Powerball Ultimate aufgebraucht für die Spülmaschine. Die kennt ihr ja jetzt auch schon von mir. Ich kaufe die immer wieder nach. Ich finde die gut. Ich finde, die lohnen sich halt am meisten, weil das Geschirr eben sauber wird. Und bei den günstigen habe ich halt schon öfters auch mal, dass ich die Spülmaschine nochmal anstellen muss. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich die Spülmaschine zweimal anstellen muss. Deshalb die hier, die kann ich euch sehr empfehlen. Die machen wirklich super sauber. Dann ist wieder wie jeden Monat eine feuchte Allzwecktuchpackung leer gegangen. Diesmal mit Wassermelone. Die waren von Denk mit. Die waren noch aus dem Sommer. Eine limitierte Edition. Finde ich sehr gut. Wie gesagt, ich mache hier mit meinem Schreibtisch immer sauber. Mein Schminktisch. Wenn ich ein Schminkvideo hatte, dann wische ich da immer drüber. Oder wenn hier ein bisschen Staub ist oder so, dann benutze ich die. Also nicht dauerhaft, sondern wirklich nur für solche Sachen. Als nächstes habe ich hier einmal ein Lenore aufgebraucht. Das war der Fresh Meeresbrise. Den finde ich auch gut. Aber ich habe jetzt den gelben, den finde ich, Happy heißt der, glaube ich, den finde ich besser. Also der hier riecht natürlich auch gut, aber der riecht halt so ein bisschen, ja, frischer eben. Eine Mundspülung von Odolmed 3 ist leer. Das ist die antibakterielle Mundspülung, Pflege und Schutz. Die fand ich sehr gut, muss ich sagen. Die würde ich mir auch nochmal nachkaufen. Die war wirklich sehr angenehm. Die war nicht so scharf, die hat nicht gebrannt. Hat trotzdem eine schöne Frische im Mund geschafft. Also die finde ich schon gut, muss ich sagen. Da würde ich mir die auch nachkaufen. Ich habe jetzt eine andere noch, die CB12, die ich euch in einem Haul gezeigt hatte. Aber danach werde ich mir, glaube ich, wieder die hier kaufen. Ich wollte da nochmal anmerken, nur damit sich keine angegriffen fühlt, das sage ich immer dazu bei den Videos, das ist alles meine persönliche Meinung, wie ich die Produkte fand. Es kann sein, bei euch waren die super oder die waren bei euch total schlecht gewesen. Also es ist immer ein persönliches Empfinden und ich möchte auch da niemand auf die Füße treten. Ich gebe hier lediglich meine Meinung wieder. So, jetzt habe ich hier Produkte und zwar die hatte ich mir gekauft von Antonio Axu. Das kenne ich, also die Marke kannte ich aus der Goodiebox und ich fand die super spannend und dann habe ich bei Lyko das hier entdeckt. Das ist das Volumizing Shampoo und der Volumizing Conditioner. Fand ich gut, muss ich ehrlich sagen. Also das Shampoo fand ich richtig klasse. Meine Haare waren schön fluffig, die waren weich, die waren nicht beschwert und die waren auch schön gepflegt gewesen. Dann der Conditioner. Ich weiß nicht, was hiermit ist. Ich habe auch noch ein bisschen hier drin. Ich habe den jetzt auch nicht zu Ende aufgebraucht. Boah, der stinkt. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der stinkt richtig muffig. Also das ist hundertprozentig irgendwie schlecht geworden, abgelaufen. Und ich hatte das gekauft und habe es direkt in die Dusche gestellt. Also es stand überhaupt nicht bei mir rum oder sowas.
Ich weiß es nicht, also irgendwie das Produkt hier oder der hat halt diesen Geruch. Auf jeden Fall fand ich das echt nicht schlecht zum Testen. Meine Haare waren wirklich super damit. Würde ich mir nachkaufen, die hatten wirklich so, die waren so ein bisschen kräftiger gewesen, die hatten eine schöne Griffigkeit gehabt, man konnte die schön stylen, also die waren jetzt nicht so dünn, fusselig gewesen, sondern hatten wirklich so ein bisschen Volumen damit bekommen, also das war echt nicht schlecht, dieses Set, aber ich habe so viel Shampoo zum Austesten, dass ich mir das hier erstmal nicht mehr nachkaufe. Was ich richtig gut finde für Volumen ist einmal das hier von Aohu, das ist von Asam Beauty, das Collagen Volume Uplifting Spray, benutze ich jeden Tag. Ich habe auch schon das nächste offen. Das gebe ich mir einfach in das Handtuch trockene Haar, sprühe ich mir das so ein bisschen am Ansatz nur. Und das gibt echt so ein bisschen griffigeres Haar. Es plumpt so ein bisschen auf sozusagen. Man hat damit echt mehr Volumen. Auch wenn das nicht ganz so lang den kompletten Tag anhält. Aber man hat erstmal ein richtig schönes Volumen und die Haare sind griffiger. Ich finde das richtig gut. Hier ist pflanzliche Extrakte sind hier drin. Hier steht auch sichtbar mehr Volumen. Und das finde ich echt gut. Ich hatte hiervon das Shampoo und die Spülung fand ich gar nicht gut, muss ich sagen. Also was mir aus der Reihe gefällt, ist das hier. Und das werde ich mir auf jeden Fall, wenn das wieder im Angebot sein sollte, irgendwann nachkaufen. Also ich hatte mir das mal in einem Zweierpack gekauft und ja, das ist ein Produkt, was ich euch bei dünnem Haar sehr, sehr empfehlen kann. Dann hatte ich so eine Balea Sprudel Badekugel gemacht mit belebendem Duft, also das war so blutorange. Ich habe den Duft ehrlich gesagt nicht so wahrgenommen. Die hat schön gesprudelt, die war aber auch ruckzuck, also noch nicht mal eine Minute, glaube ich, da war die irgendwie weggesprudelt. Ne? Also das war jetzt nichts Dolles, weil es auch kein Dufterlebnis war, es war auch irgendwie kein Pflegeerlebnis, also die bräuchte ich jetzt nicht unbedingt nochmal, muss ich sagen. Eine Kerze habe ich auch und zwar war die mal aus der Trendräderbox, die ist auch nicht komplett runtergebrannt, also die hat sich dann von alleine ausgelöscht sozusagen und dann habe ich es auch gut sein lassen. Die hat nach Zitrone, nach Lemon, Gras, Bergamotte gerochen, erfrischend und belebend. Ich fand die ganz gut, das war ein Sojawachs und der hat lange gebraucht, also die Kerze hat sehr lange gebrannt, muss ich sagen. Gerußt hat die jetzt überhaupt nicht, also die hat auch ziemlich ruhig gebrannt und so. Ich fand die wirklich nicht schlecht, muss ich sagen. Ich weiß aber nicht, also die war, glaube ich, von Trendräder direkt. Hier steht jetzt rundherum nichts drauf. Ja, ich werde die jetzt entsorgen, also der Rest hier. Man riecht das auch noch ein bisschen, so dieses Bergamotte. Ich fand das schon angenehm. So, dann sind einmal von Don Dodent meine Universal-Aufsteckbürsten für die elektrische Zahnbürste leer geworden. Da hatte ich 4 Stück, das sind die von DM. Momentan habe ich jetzt gerade die von Rossmann in Anwendung. Da muss ich aber noch gucken, ob ich damit zufrieden bin, weiß ich noch nicht genau. Hier, die fand ich auf jeden Fall nicht schlecht. Ich fand aber, dass hier bei den günstigen, dass die schnelle, also die färben sich, die Borsten färben sich, beziehungsweise die Farbe lässt nach. Und das ist dann ein Zeichen, dass man die wechseln sollte. Und ich fand, das ist hier bei denen hier tatsächlich sehr schnell passiert. Normalerweise sagt man so alle 4 Wochen oder so. Da hat mein Zahnarzt zumindest gesagt. Aber ich fand, das war hier schon schneller. So nach 2,5 Wochen meinte ich schon irgendwie, dass ich die wechseln müsste. Ich weiß es nicht. Naja, ich muss mal gucken, wie die von Rossmann sind. Auf jeden Fall ist das eine sehr gute Alternative, eine günstige Alternative vor allen Dingen zu den teuren, weil die teuren sind schon ziemlich teuer, finde ich. Ein Haarspray von Langhaarmädchen, das fand ich richtig gut. Also das würde ich mir sofort nachkaufen. Das hat einen schönen Duft, das hat einen schönen Halt gegeben, das ist nicht verklebt vorne und die Haare waren einfach super hiermit. Das hat sich auch einfach ausbürsten lassen. Also da muss ich sagen, das hat mir extrem gut gefallen. Langhaarmädchen bin ich eh ein Fan von. Ich finde die Produkte eigentlich alle gut. Ich hatte noch nie irgendwie was Schlechtes gehabt. Glaube ich zumindest. Ich hatte, glaube ich, noch nie was Schlechtes. Ja, und das hier würde ich mir auch nachkaufen. Ein Spray fürs Gesicht. Und zwar das Hello Good Stuff von Essence ist leer geworden. Das habe ich einfach immer so zwischendurch benutzt. Das hat so einen ganz, ganz tollen Duft. Das riecht so nach Orange, Zitrone, so ein bisschen frisch. Und das fand ich jetzt ganz toll immer im Gesicht. Das einfach jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Video gemacht habe oder so. Ich habe immer ein Spray irgendwo stehen, weil ich kriege hier von den Lichtern, habe ich das Gefühl, trockene Augen und trockene Haut. Ich weiß nicht, wieso. Auf jeden Fall habe ich nach dem Videodreh immer das Gefühl, ich bin so ausgetrocknet und dann gebe ich mir immer so ein Spray ins Gesicht. Das fand ich echt super. Hier ist auch Zitrusfruchtextrakt mit drin. Das gibt halt Feuchtigkeit. Gibt es auch, glaube ich, noch bei Essence in der Theke. Das finde ich echt gut. Müsst ihr euch mal angucken, weil das riecht so schön frisch. Dann haben wir hier zweimal Rituals aufgebraucht. Also sind diese Raumdüfte. Einmal den Ying und das hier war, was war das hier denn gewesen? Rituals of Meer. Genau, das Meer hatte ich bei mir im Zimmer stehen und das Ying hatte mein Freund in seinem
Büro stehen. Er fand das sehr gut. Er hat dann danach sofort gesagt, wo können wir das nachkaufen? Da fahren wir jetzt hin und holen das. Er fand das wirklich super. Gerade diesen Ying hier fand er sehr angenehm und da werden wir sicher auch nochmal was nachkaufen für ihn, weil er diesen Duft sehr entspannend fand irgendwie. Also das muss ich sagen, hat mir auch gut gefallen und das Ritual of Mare hat bei mir auch gut gerochen. Ich finde halt nur so schade, ich weiß nicht, woran das liegt. Die von Rituals, die sind super schnell leer. Ich habe jetzt gerade eins von Ava and May und da habe ich das Gefühl, das hält ein bisschen länger. Keine Ahnung, ich glaube, das liegt irgendwie an den Stäbchen, die hier drin sind, dass die zu viel aufsaugen oder so. Auf jeden Fall haben mir beide Düfte sehr, sehr gut gefallen. Eine Zahncreme habe ich aufgebracht und zwar die Perlweiß Shine On. Das ist die für weißere Zähne mit dem Kokosgeschmack. Ich habe so langsam satt, muss ich sagen. Ich habe die ja jetzt schon ein paar Mal aufgebraucht und das war so mit meine liebste Zahnpasta auch gewesen. Ich muss sagen, langsam lässt es nach und ich brauche mal wieder was anderes. Also ich habe jetzt auch eine andere, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich würde die mir dann, wenn ich wieder Lust drauf habe, auch wieder nachkaufen. Also die gibt es ja noch in Zitrone und ja, hier die mit Kokos und Minze. Ich finde die ganz angenehm, aber man hat halt nicht so dieses so krass frische Gefühl im Mund, wisst ihr, wie ich meine? Aber ansonsten, das macht die Zähne schön sauber. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Zähne schön glänzend hiervon sind, dass die Zähne halt einfach auch gut und sauber aussehen und sich auch sauber anfühlen, aber dieser frische Kick, der fehlt hier halt irgendwie. Dann habe ich einen Concealer aufgebraucht und zwar von Il Makiage. Das ist einmal der ganz normale, wie heißt der? I'm Flawless. Ich fand den ganz okay. Also der war jetzt zum Ende hin gar nicht mal so schlecht gewesen. Also ich habe den auch komplett aufgebraucht. Ich hatte euch den ja schon mal in einem Flop-Video gezeigt und habe dem dann halt noch eine Chance gegeben. Also ich muss ehrlich sagen, der trocknet ziemlich aus unter den Augen. Bei mir zumindest. Also ich hatte das Gefühl, dass wo ich den benutzt habe unter den Augen, dass das so grisselig aussah. Also den würde ich mir jetzt aufgrund dessen nicht nochmal nachkaufen. Die Foundation habe ich noch nie probiert. Eine Zeit lang war das ja richtig im Hype gewesen, Il Makiage. Und da zu dem Zeitpunkt hatte ich mir halt den Concealer gekauft, weil der so viel versprochen hat. Also der ist auch nicht besser wie jetzt einer von Essence oder weiß ich nicht. Da gibt es auf jeden Fall bessere Marken, die zwar auch ein bisschen teurer sind, wie zum Beispiel den von Nabla. Den finde ich richtig, richtig gut. Aber den hier würde ich mir nicht nochmal kaufen. Dann habe ich einmal Lashes aufgebraucht. Das sind die 3/4 von Allure. Die habe ich euch schon so oft in die Kamera gehalten. Ich finde die toll. Die haben halt diesen, ich kann euch das mal hier hinten zeigen, diesen Natural Look. Ne? Also man sieht nicht viel. Die sind auch ganz transparent. Also man klebt die auf und man sieht gar nicht, dass man Wimpern drauf hat. Das sieht einfach aus, als hätte man selber sehr schöne Wimpern. Und ich finde diesen Effekt ganz toll. Ich liebe die und dank euch habe ich ein paar zu Hause. Sie hattet mir irgendwann mal, also einige von euch hatten mir die dann zugeschickt, ne, weil ihr die nicht haben wolltet oder keine Verwendung habt. Und ich liebe die. Ich freue mich immer total, wenn die irgendwo mit drin sind, weil die kann man nur 5-mal wieder verwenden, wenn überhaupt. Also ich finde, dass die schon nach dem 3. Mal echt schlecht aussehen. Deshalb schmeiße ich die meistens vorher weg. Ja. Von Yuti gibt es eine neue Tuchmaske, die Paradise Punch mit tropischen Blumendesign. Die fand ich extrem gut. Die hat super schön Feuchtigkeit geschmeckt. Also hier ist Hyaluron, B12 und pflanzliche Stammzellen drin. Mango, Papaya, Ananas und Kokos spendet intensiv und langanhaltende Feuchtigkeit. Und das fand ich auch wirklich so. Also die ist echt gut. Ich habe da jetzt noch ein paar zu Hause. Die werde ich auf jeden Fall nach und nach aufbrauchen. Yuti hat echt geniale Tuchmasken und hiervon bekomme ich halt auch keine Pickel. Es gibt Tuchmasken, von denen bekomme ich tatsächlich Pickel. Muss ich immer ein bisschen aufpassen. Also ich habe schon festgestellt, dass es auch oft an Tuchmasken liegt, wenn ich mal wieder einen Pickelausbruch habe. So, dann war ich baden gewesen. Belu einmal hier, das war das Fruity Paradise. Das hat gut gerochen. Das riecht auch immer noch so lecker hier raus wie ein Fruchtcocktail. Also ich liebe die Belu-Produkte und gerade die Badeprodukte bzw. dieses Badesalz finde ich toll. Das ist halt knatschesüß und hat halt einfach einen sehr intensiven Duft. Ein Nachkaufprodukt, was ich mir definitiv jetzt demnächst wiederholen werde, ist diese Haarmaske hier von Pro Vogue. Touch of Silver, das ist eine aufhellende Maske, also die, ich weiß nicht, ob man das hier noch sehen kann. Ja, also die ist blau, das ist eine blaue Haarmaske und ihr könnt die so 3 bis 5 Minuten einwirken lassen. Und gerade wenn ihr blondes Haar habt oder hier so ein bisschen ja, gestrehendes Haar, wie ich zum Beispiel. Und ihr seht ja, jetzt habe ich es nämlich eine Zeit lang nicht verwendet, so einen Gelbstich mit drin. Ist ganz klar, das war das erste Mal, dass ich jetzt blond drauf habe, dann wird das nicht ganz blond, ne? Und auf jeden Fall, um diesen Gelbstich entgegenzuwirken, habe ich immer diese Maske gemacht. Und die finde ich echt gut. Die ist günstig, ich glaube, die kostet 5 Euro und die gibt es bei
Rossmann. Kann ich euch sehr empfehlen. Die haben auch das Shampoo und so. Das werde ich auch nochmal austesten. Die Maske hat halt die Haare gepflegt und hat sie nicht ausgetrocknet. Also das machen ja die blauen Shampoos ganz gern und die blauen Conditioner und so, dass sie die Haare so ein bisschen austrocknen. Das ist aber hier bei dieser Kur nicht der Fall. Also die heißt Provoke. Die ist auch schon ganz verkalkt, weil die bei mir, also man braucht hier immer nur so ein bisschen von, ne? Ich habe mir das gerade auch immer nur auf die Stellen dann drauf, wo halt extrem, wie hier vorne so ein Gelbstich drin ist und so weiter. Und dann, ja, hat das ziemlich viel gebracht. Ah, dann ist hier einmal Perwoll noch drin. Das gehört noch zum Haushalt. Das war das Renew für weiße Wäsche und fand ich richtig gut. Hat so einen schönen Duft. Das riecht so richtig schön. Das riecht so frisch und gut. Also das werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Auch für schwarze Wäsche habe ich das hier zu Hause. Und die finde ich echt extrem gut, wenn man halt gerade weiß oder schwarz. Erneuert die Fasern und reinigt frisch das Weiß auf. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das Weiß wirklich weißer wird hiermit. Kann aber auch sein, dass ich mich getäuscht habe. Dann habe ich ein Basenbad gemacht von InnoNature. Das war in einem Kalender drin gewesen. Fand ich richtig gut. Man hat ja, wenn man so ein Basenbad macht, das macht man ja nicht nur 20 Minuten, sondern eine Stunde oder so, am besten so lang, wie es geht. Und ich lag da wirklich über eine Stunde drin und ich hatte das Gefühl, ich habe mich, also meine Muskelschmerzen waren besser gewesen. Ich habe mich wirklich super gefühlt nach diesem Bad und ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich würde mir das in groß nachkaufen. Ich habe aber noch ein anderes hier, was ich offen habe. Nur ich wollte das hier halt zügig aufbrauchen, weil ich Lust drauf hatte und einfach mal testen wollte, wie InnoNature so ist bei diesen Produkten. Und das war wirklich sehr gut gewesen, muss ich echt sagen, hat mir gut getan. Ein Zuckerpeeling Bratapfel, das war auch aus dem Adventskalender, das war mit Apfelkernen, Peelingkörnern, hat mir sehr gefallen. Das riecht so gut. Also das hat ganz, ganz angenehm nach Apfel geduftet und es war einfach schön in der Dusche. Hätte ich mir ein bisschen mehr von gewünscht. Das war halt für eine Anwendung, ne? Deshalb ein bisschen schade, aber vielleicht gibt es das ja auch mal irgendwie in groß. Dann habe ich hier einmal von Dresdner Essenz, süßer Winterzauber, Badeschaum, hat mir auch ebenfalls gefallen mit Bratapfel, Vanille und Zimt. Ihr seht es, ich bin schon voll in diesen Weihnachtsdüften drin. Also man muss ja irgendwann damit anfangen. Ich habe immer gedacht, man muss so bis Dezember damit warten, aber nee. Das stimmt einen schon so ein bisschen auf Weihnachten ein und das hier war ein ganz, ganz toller Duft, finde ich. Und auch von der Verpackung so süß. Ein ACE-Serum mit Bakuchiol, Vitamin C und E habe ich aufgebraucht. Das war mal so eine Probe. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen, war sehr angenehm auf der Haut. Meine Haut hat es auch gut vertragen, also gut aufgenommen. Das war halt einfach mal so eine Probe von Fiai Cosmetics oder sowas heißen. Die hatte ich mal von einer Zuschauerin in einem Päckchen mit drin. Ja, fand ich aber ganz gut. Dann habe ich eine Lippentuchmaske gemacht von The Beauty Mask Company. Ja, die war schön. Also die hat, also ich hatte das Gefühl, dass meine Lippen so ein bisschen aufgeplumpt waren. Hier war auch so ein bisschen Menthol, glaube ich, drin. Steht das hier auch irgendwo? Ne, hier steht das gar nicht. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass das so richtig kühlend ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also hier war irgendwie was drin, was so richtig gekühlt hat auf den Lippen. Die fand ich gut, die würde ich mir nachkaufen. Das war halt eine Tuchmaske und nicht so eine Hydrogelmaske. Oh, dann habe ich hier eine gemacht. Mein Gott, was war das? Annemarie Berlind oder sowas. Ich habe hier auf jeden Fall so eine Maske gemacht. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was es ist. Hier steht es auch drauf. Hildegard Braukmann war das. Mein Gott, irgend sowas war es. Berlind oder Braukmann. Das ist eine kühlende Maske gewesen, die so ein bisschen straffend war. Die habe ich gemacht, als ich in der Badewanne lag. Ich fand die ganz okay, aber ich habe jetzt nichts Krasses im Gesicht gemerkt. Also es war keine, war so eine Crememaske, ne? So, dann habe ich einmal hier ein Intim Cleansing Gel aufgebraucht von My Attitude. Ich glaube, die Marke gibt es mittlerweile nur noch vereinzelt in einigen Online-Shops. Ich glaube, bei Purish gibt es die noch zu kaufen oder haben die das auch rausgenommen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall fand ich das auch angenehm. Also alle Produkte, die ich bis jetzt hatte, außer die dieses für ins Klo zum Sprühen. Die haben ja so ganz abgefahrene Produkte. Also ich fand alles bisher gut. Ne? Ich habe noch eine Creme für mein Po. Die finde ich auch gut. Und ich kann hier nicht meckern bei der Marke. Ich glaube, die sind halt einfach ein bisschen zu teuer. Deshalb werden die nicht so oft gekauft. Aber an sich, ich würde mir das nachkaufen. Das hat einen ganz, ganz angenehmen Geruch gehabt. Dann habe ich ein Produkt aufgebraucht, was total gehypt ist. Das ist der 120 Stunden Liquid Hydrator, den es jetzt übrigens auch bei Rossmann als Dupe
geben soll. Also falls ihr da Interesse habt und euch das hier zu teuer ist, schaut da mal bei Rossmann vorbei. Das ist mit 5% Panthenol und Beta-Glucan und Aminoacid und so weiter. Das soll die Haut beruhigen und stärken. Ich habe das benutzt tatsächlich, weil ich habe das bei der lieben Frühlingsrolina mal gehört, dass man das auch für die Kopfhaut benutzen kann. Ich habe das mir auch auf die Kopfhaut drauf gemacht, wenn ich das Gefühl hatte, dass meine Kopfhaut so ein bisschen trocken war. Dafür fand ich es gut. Im Gesicht fand ich es auch nicht schlecht, aber irgendwie hatte ich im Gesicht so keine Wirkung gemerkt. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf dem Kopf habe ich das Gefühl gehabt, dass das was bringt. Vielleicht hatte ich auch einfach nicht genügend trockene Haut im Gesicht. Auf jeden Fall ist der nicht schlecht. Ich würde mir den von Rossmann nochmal nachkaufen für meine Kopfhaut. Tatsächlich, da fand ich das echt nicht schlecht. Ich glaube, damit man sowas merken kann, muss man dann auch wirklich eine sehr trockene Haut haben, dass man dann halt auch den Effekt hat. Das bringt ja nichts bei einer Milchhaut, wenn die Haut eh genügend Feuchtigkeit hat, dass man so ein Produkt anwendet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich nur so von mir sagen, dass ich auf der Kopfhaut nur was gemerkt habe und ich denke, dass da meine Haut dann auch wirklich trocken war. So, jetzt habe ich von Balea eine Seife noch. Das ist die Cold Softness. Duftet nach Rose, Mandarine. Fand ich sehr, sehr, sehr schön. Wie gesagt, von Balea habe ich euch ja schon öfters gesagt, finde ich die Seifen immer gut. Die sind günstig, die sehen schön aus, die halten lang, pflegen gut. Ja, die sind super. Ein Body Scrub Sweet Iris habe ich aufgebracht von Lyko aus dem Adventskalender. Ah, hier muss ich sagen, also das hat schön gepielt. Hier ist auch, glaube ich, AHA-Säuren waren hier, glaube ich, mit drin. Irgendwo stand hier was. Auf jeden Fall, glaube ich, ist hier AHA mit drin. Genau, AHA und Macadamiaöl war hier drin. Aber das hat so ein bisschen, ja, nicht ranzig, aber das hat so nach nichts gerochen. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach so nach diesem Macadamia so ein bisschen. Also vom Duft her hat mir das beim Duschen nicht ganz so gut gefallen. Ich würde mir das jetzt nicht nochmal kaufen, aber die Peel-Wirkung, die war schon schön gewesen. Also es war okay. Eine Kerze, Leute. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich habe hier eine Kerze von Boy Smells. Die sind extrem teuer. Wirklich, die sind extrem teuer. Die sind aber der Hammer, die sind wirklich der Hammer. Ich hatte die in der Purish Mystery Box mal drin gehabt und habe erstmal so gedacht, naja, ist halt nur so eine Kerze, so eine gut duftende Kerze. Mal gucken, wie die duftet, wenn man die anzündet. Aber ich habe die im Bad wirklich, wir haben hier Deckenhöhe 4,50 Meter bei uns und zwar in fast allen Räumen außer dem Flur und auch im Bad. Und ich habe die im Bad angezündet und die komplette Wohnung bis runter in den Hausflur hat nach dieser Kerze gerochen. Also extrem starker Duft, aber guter Duft. Und das hier war jetzt so, das war so eine rauchige Kerze. Also die hat so ein bisschen so männlich, rauchig, holzig hat die gerochen. Sehr, sehr gut. Also ich empfand das als wirklich angenehm. Und die ist auch komplett runtergebrannt. Also die ist wirklich bis zum Schluss runtergebrannt. Die hat extrem gut gebrannt. Die konnte ich ganz, ganz lange benutzen. Also ich habe die immer und immer wieder im Bad einfach angemacht. Bei der Toilette oben habe ich so einen kleinen Absatz, da stelle ich immer Kerzen hin. Und hat mir super gefallen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich echt kurz davor, mir tatsächlich für das Geld nochmal eine Kerze nachzukaufen, weil ich die sehr gut finde. Hammer, echt Hammer. Ich habe gesehen, es gibt auch andere Online-Shops noch, also außer Purish, die verkaufen und die sind auch ab und zu mal im Angebot oder so. Da muss ich echt gucken, wenn die mal im Angebot sind, werde ich mir wahrscheinlich mal eine holen. So, so, so toll. Das war übrigens Ash, hieß hier die Duftrichtung. Mega. So, dann habe ich eine Kerze von Ava & May aufgebracht. Da habt ihr mich ja, nachdem ich euch das Adventskalender-Unboxing hochgeladen habe, mehrfach auf Instagram gefragt, wie ich die Kerze finden würde. Also ich habe hier eine aufgebraucht, die ist auch nicht komplett runtergebrannt, wie ihr hier sehen könnt. Das war die Persia gewesen, genau. Die hat einen schönen Duft gehabt, aber wenn ich die jetzt mit der Ash vergleiche, also wenn ich die beiden vergleiche, scheißt einfach die Ava & May komplett ab. Also die war schon gut gewesen, die ist aber halt auch nicht komplett abgebrannt. Die ist dann halt irgendwann ausgegangen, ich konnte es nicht mehr anmachen. Die hat aber lang gebrannt auch. Also die hier hat auch lang gebrannt, aber die hier hat ebenfalls lang gebrannt. Also da kann ich nichts sagen. Ich glaube, das sind ja Sojawachse, die hier drin sind. Aber die hat halt nicht, wie soll ich sagen, die hat mich nicht so gepackt. Auch der Duft, vielleicht war es auch nur diese Duftrichtung hier. Ich finde die Ava & May Kerzen schön. Die riechen ein bisschen dezenter. Ich glaube, die geben halt auch keine Kopfschmerzen, bei mir zumindest nicht. Also ich konnte nichts wahrnehmen.
Ja, aber wenn ich das vergleiche, also die Avant Mail darf man nur im Angebot kaufen, nur mit einem Code, also niemals den vollen Preis für bezahlen. Wie zum Beispiel jetzt den Adventskalender, da gab es so einen richtig coolen Schnapper und da kann man dann zuschlagen. Da hat man ein paar schöne Kerzen, die man auch verschenken kann oder so. Da finde ich das nicht schlecht, aber einen vollen Preis würde ich, wie bei allen Influencer-Marken, ne? Auch bei Banana Beauty oder so, ich sage euch das immer, nehmt immer nur einen Rabattcode, auch bei Jepoda und so weiter, ohne Rabattcode würde ich das nicht kaufen, ne? Das ist einfach überteuert, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber hiervon muss ich ehrlich sagen, ist das hier auf jeden Fall eine Kerze, die ich nachkaufen würde, und hier die Persia würde ich jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Wir machen direkt weiter mit Kerzen, und zwar Jo and Len habe ich hier einmal aufgebraucht, die Amber Vanilla, die habt ihr in meinem Haul auch gesehen gehabt. Ich habe sie jetzt relativ schnell weggedüftelt. Ihr seht, die ist auch nicht komplett runtergebrannt. Die ist auch kurz vorher ausgegangen. Ich habe jetzt auch mal gelesen, dass manche Kerzen halt so sind, dass die kurz vorher ausgehen, damit das Glas nicht platzt. Also das ist anscheinend bei manchen Kerzen so. Das war auf jeden Fall, wie soll ich sagen, man hat nicht viel gerochen. Also ich habe erst das Gefühl gehabt, nach der Hälfte von der Kerze, dass ich diesen Geruch in der Wohnung wahrgenommen habe. Ich hatte dann auch schon meinen Freund ein paar Mal gefragt, sag ich, riechst du irgendwas? Und er dann immer so, nee. Also irgendwie hat man diese Kerze hier nicht wirklich wahrgenommen. Jo and Len, ich weiß nicht, ob es mal ein Versuch von denen war. Auf jeden Fall finde ich diese Kerze jetzt nicht zum Nachkaufen. Also da finde ich auf jeden Fall die Ava & May Kerzen besser als die Jo and Len. Obwohl die Jo and Len kostet, glaube ich, auch um die 8 Euro rum oder so. Also die fand ich aber jetzt nicht gut. So, es kommen gleich, glaube ich, noch ein paar Kerzen bzw. Teelichter. Ich habe hier jetzt einmal von St. Moritz den Vorbereitungsprimer. Das ist, wenn man Selbstbräuner benutzt, gibt es halt eben jetzt auch so eine grundierende Pflegedusche von St. Moritz. Die hatte ich mir im Sommer irgendwann mal gekauft. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe es einfach nur zum Peelen benutzt. Also ja, ich weiß nicht, ich habe keinen Selbstbräuner jetzt in letzter Zeit benutzt. Ich hatte nicht so den Bedarf danach und dann habe ich das als normalen, also als normales Peeling benutzt. Die Haut wird schön weich damit und das hat halt so einen ganz angenehmen sommerlichen Duft, wie so eine Sonnencreme oder so hat das gerochen. Aber als normales Peeling ist es einfach zu teuer, ne? Ich werde mir das im Sommer nochmal wiederholen, wenn dann wieder Selbstbräunungszeit am Körper ist. Also jetzt im Winter werde ich das nicht machen. Also ich mache meistens nur im Gesicht Selbstbräuner, so ein bisschen Dekolleté. Alles andere sieht man ja meistens eh nicht. Von daher ist das für mich irgendwie raus jetzt hier für den Winter. Oh, dann habe ich was Süßes gemacht und zwar ein Schaumbad. Winterwunder duftet nach Winterträumen. Das war so süß. Das gab es jetzt hier in der Kinderabteilung von Balea. Also ist eigentlich für die Kinder, glaube ich, gedacht gewesen. Ja, das fand ich ganz süß. Ich musste mir das mitnehmen. Hat auch schön geduftet. Hat einen leichten Schaum gegeben. Also das war irgendwie schon so ein bisschen sanfter gewesen. Deshalb, ich denke mal, dass das für Kinder war. Von La Poticelle habe ich einmal was aufgebaut. Das ist K-Beauty. Das sind die Ceramide. Also Ceramide Hydra Fluid ist das. Das finde ich geil. Das finde ich richtig, richtig geil. Das ist ein Produkt, das ist sehr wässrig. Also ich gucke mal, ob hier noch ein bisschen was drin ist. Ja, so ein bisschen ist noch drin. Also das ist ganz milchig und wässrig und ihr seht das auch schon wie ein Serum. Das läuft hier einmal runter. Also das ist so eine Emulsion. Das gibt man sich so als Zwischenschritt drauf, also nach dem Serum vor der Creme sozusagen. Und ich finde das einfach nur der Hammer. Ich habe das Gefühl, hiermit, also das ist so richtig gut gegen Falten und trockene Haut. Und das gibt der Haut so richtig, also ich habe ja keine trockene Haut, aber meine Haut ist so gut mit Feuchtigkeit versorgt gewesen von diesem Teil. Ist echt der Hammer. Also ich habe jetzt schon das zweite Mal dieses Produkt aufgebraucht. Ich finde das einfach toll. Das hat auch ewig jetzt gehalten. 130 Milliliter. La Poticelle heißt hier die Marke. Das hatte ich von Mean Cosmetics mal bestellt. Das gibt es aber, glaube ich, auch bei Stylevana. Müsste es das auch geben. Bis jetzt habe ich gar nicht so viele Flops dabei, ne? Hier habe ich auf jeden Fall ein Produkt, das ich auch sehr gut finde. Das ist von Catrice, das die All Matte Foundation, und zwar Shine Control in der Nummer 020N. Hat perfekt bei mir gepasst. Ist eine ganz, ganz, ganz großartige Foundation bei Mischhaut. Ich finde die super. Auch bei öliger Haut würde ich die mal probieren an eurer Stelle. Das ist eine ölfreie Foundation. Die soll bis zu 18 Stunden halten und die habe ich auch wirklich das Gefühl gehabt, die hat einfach gesessen.
Ich habe die abgepudert und die saß. Die saß wirklich, also es konnte passieren, was wollte. Die hat sich nirgendwo hier abgesetzt. So heute zum Beispiel habe ich auch eine drauf. Die setzt sich überall hier ab. Also die setzt sich hier unten ab, die setzt sich hier ab. Die ist überhaupt nicht schön. Und da merke ich halt einen krassen Unterschied. Das hier ist so eine, die ist einfach safe. Also wenn ich irgendwo hin will oder so, weiß ich, ich kann die benutzen. Ich war zum Beispiel auf der Klo gewesen in Essen. Da habe ich die drauf gehabt den ganzen Tag. Also überall, wo ich halt auch jetzt war, auf irgendwelchen Veranstaltungen oder sowas, habe ich diese Foundation drauf gehabt. Die hat so gut gehalten. Die ist wirklich gut. Die kostet nicht viel und die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ein Parfüm, einmal hier so eine Parfümprobe. Das war Coco Chanel. Man kennt es, es riecht sehr gut. Ich würde mir das auch in groß wieder nachkaufen. Ich hatte es auch schon mal in groß. Das war das Coco Mademoiselle. Also das finde ich wirklich gut. Aber ja, ich habe im Moment genug Parfüm. Wenn ich mal irgendwann das günstig sehen sollte, nehme ich mir es mal mit. Dann habe ich die grüne Teemaske von Esfolio aufgebraucht. Die habe ich mal irgendwo in einem Päckchen drin gehabt. Die ist super. Die ist richtig, richtig schön. Die ist auch richtig gut zur Haut. Also ich habe keine Pickel bekommen. Die hat schön Feuchtigkeit gegeben. Meine Haut sah super aus hier nach. Also die Esfolio-Masken kann ich euch wärmstens empfehlen. Die gibt es ganz oft bei TK Maxx in einem 10er-Pack und da bekommt ihr die günstiger. Oder halt bei Stylevana könnt ihr die auch bestellen. Also Esfolio hat diese Kollagen. Da ist das, also hier ist jetzt diese Grüntee drauf. Aber es gibt noch einen, da ist so ein Schweinchen drauf. Und das ist wirklich die beste, die ist mit Kollagen, glaube. Und das ist meine liebste Maske von Esfolio. Aber die hier fand ich auch gut. Dann habe ich hier, ach ja, die genau, die Isana Hydrogel Augenpads. Das sind die mit Kirschmarzipan aus der LE, die jetzt vor kurzem erst da war. Die sind schön. Ach, die haben wirklich so ein bisschen, ich will nochmal dran riechen. Ja, die haben so ein bisschen nach Marzipan gerochen, aber die haben halt ganz schön Feuchtigkeit gegeben unterm Auge. Also die fand ich echt nicht schlecht. Ich habe die auch recht lang drauf gelassen, die sind nicht gerutscht, die waren wirklich angenehm. Ich glaube, dass es die jetzt nur mal kurz gab, also ich denke mal nicht, dass die fest im Sortiment bleiben. Ich weiß es nicht, aber die waren nicht schlecht. So, dann habe ich nochmal Coco Mademoiselle aufgebraut. Das war hier so ein Sprüher, ne? Da kannst du ja nur einmal sprühen oder so. Nicht der Rede wert. Dann einmal, ach okay, genau, dann habe ich ein Deo aufgebracht von Nivea, das Pure and Sensitive. Ich habe es jetzt noch einen Monat verwendet, also ich habe mich noch nicht ganz rangetraut an ein anderes Deo, weil ich hatte ja meine OP hier unterm Arm und jetzt ist die Wunde halt zu und ich habe dann Angst gehabt, mit irgendwas dran zu gehen, was irgendwelche Duftstoffe oder sowas hat, ne? Und hier ist halt kein Parfüm, kein Alkohol und so drin von Nivea und ich habe das tatsächlich sehr gut vertragen und hat auch einen guten Schutz. Also muss ich wirklich sagen, das Nivea hier gefällt mir. Aber ich möchte jetzt wieder zu meinem Creme-Deo zurückgehen von Pure Soul. Das finde ich wirklich am allerbesten. Also da werde ich mich jetzt wieder, weil da sind ja auch ein paar, die haben das zwar auch ohne Parfüm bzw. ohne irgendwelche Duftstoffe mittlerweile, aber ich habe trotzdem bisschen Bedenken gehabt, ne, wegen der Wunde da, nicht, dass da sich irgendwas entzündet, wollte ich halt lieber auf Nummer sicher gehen und wollte so ein ganz sensitives nehmen und das hier war wirklich gut gewesen, also gar keine Probleme nach der Rasur oder so, ist ein super Deo, muss ich ehrlich sagen. Dann habe ich hier einmal eine Recycling Zahnbürste, das ist auch nicht der Rede wert, die ist halt von Procudent, die war mal irgendwo in der Box drin aus dem Rossmann, die habe ich momentan so als Zweitzahnbürste im Becher stehen bei mir. Ich mache ab und zu mal mit Aktivkohle, da möchte ich mir nicht immer meine elektrische Zahnbürste so versauen und dann nehme ich meistens dann hier so eine, ja, eben sowas hier, ich habe das jetzt gerade schon auseinander gemacht, also und muss sagen, die ist gut, die hat schöne, kräftige Borsten, die reinigt schön, also hier kann ich nichts Negatives sagen, würde ich mir nachkaufen, die liegt auch gut in der Hand. Eine Bodylotion und zwar von Caudalie, das ist die SOS Nourishing Bodylotion, die war mal in der Goodiebox drin. Die war mit Banane, mit gelber Banane und Shea Butter. Sollte intensiv Feuchtigkeit geben. Ja, also ich war jetzt ehrlich gesagt froh, dass sie endlich leer ist. Ich habe halt selten danach gegriffen, ehrlich gesagt, weil ich nicht so eine Freude hatte beim Eincremen. Also ich habe jetzt andere Bodylotion momentan offen, wo ich wirklich Freude dran habe. Ja, die riecht ganz frisch, also so ein bisschen wie frisch geduscht, frisch gebadet riecht die. Hat auch ganz okay Feuchtigkeit gespendet, aber es war irgendwie jetzt kein Produkt, wo ich sage, das möchte ich gern nochmal wieder haben. Es war halt normal. Es ist noch nicht vorbei, Leute, aber wir haben den größten Teil geschafft. Ich habe hier einmal von Dalton die Hydrogel Lifting Augen Patches. Die sind
super. Die sind wirklich gut. Die sind so ganz dünn. Also die sind anders wie die Hydrogel-Augenpads. Das sind zwar auch Hydrogel, aber das sind ganz dünne Hydrogel. Und die könnt ihr echt extrem lange auf dem Auge bzw. unter dem Auge drauf lassen. Die sind vegan, die geben Feuchtigkeit und haben 16% geringere Faltentiefe nach einmal Anwendung. Hyaluron, Pantenol und Plankton und Rotalge ist hier drin. Und wenn ihr die in den Kühlschrank reinlegt, also die sind wirklich genial. Die finde ich gut, die verrutschen nett. Die bilden wie so ein, also die sitzen einfach richtig gut und die verbinden sich so mit der Haut. Die Haut zieht es so richtig an und das finde ich bei den kompletten Dalton-Masken ist der Fall, dass die Masken einfach perfekt auf dem Gesicht sitzen. Ihr könnt alles damit machen, die verrutschen nicht und die, ich habe das Gefühl, die Haut saugt das nur so auf, was hier drin ist und ich finde das wirklich gut. Also die sind zwar echt teuer, aber ich finde, die kann man sich mal gönnen zwischendurch. Muss man ja nicht immer benutzen. Ich benutze die ja auch nicht immer. Ich wechsle ja auch ab mit Drogerie, dann mal Dalton. Also ich mache die jetzt auch nicht hier einmal die Woche oder so, ne? Ich habe die mir wirklich für gut. So, und dann habe ich einmal hier das Derma Control Clear Skin Mattifying Gel von Dalton aufgebraucht. Das war so ein Bröbchen gewesen, was in meiner Box mit drin war. Ja, ich muss sagen, dieses Gel hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ja eine Mischhaut und ich habe gemerkt mit dem Gel, ich konnte das wirklich so ein paar Mal anwenden, diese Probe, dass das echt nicht so nachölt, gerade in diesem Bereich. Also da hat mir das echt extrem gut gefallen. Das ist sowas, was man echt, glaube ich, bei so einer Akne-geplagten, öligen Haut sehr gut benutzen kann, Derma Control. Ich bleibe trotzdem bei meiner Urea, weil ich die einfach so, so gut finde und ja, ich werde einfach bei dem Urea bleiben. Beim Serum muss ich mal gucken, also wie gesagt, das ist ja so eine Art Gel, ne? Das kannst du halt auch unter der Creme nochmal benutzen, weil das eine leichte Textur hat, aber ja, also das Derma Control ist schön, passt auch zu meiner Haut, aber ich finde, wie gesagt, das Urea bzw. Light Urea besser. Dann habe ich hier einmal ein High Volume Lippen Jelly, den zeige ich euch jetzt, bevor der unter die Räder kommt, von Birotin. Den habe ich nämlich gerade in meiner Handtasche, finde ich super, lässt sich schön auftragen, ist so ein Applikator, ne, und der macht wirklich so ein bisschen, der hat so ein bisschen Menthol mit drin, also das prickelt so ein bisschen auf den Lippen und das ist sehr angenehm, prickelnder Effekt, steht auch hier drauf und ich finde, dass die halt so richtig schön klossig aussehen, die Lippen, aber nicht so knatschig, also ich klebt auch nicht, ich finde das gut. Dieses Produkt ist endlich leer geworden, ich habe das Gefühl, jetzt über ein Jahr im Bad stehen gehabt, also hier kommt man wirklich sehr lange mit hin, das ist das Origins Ginseng Energy Boosting Treatment Lotion Mist. Super, super geil, ich finde das spitze, also das gibt wirklich so einen richtigen Kick im Gesicht, so ein Energieboost. Ich habe das Gefühl, wenn man das aufsprüht, hier kommt jetzt halt auch nichts mehr raus, das hat so einen feinen Sprühnebel. Das riecht so schön nach Orange, also das ist wirklich ganz, ganz angenehm. Und das hat auch so, ich habe das Gefühl, hier ist irgendwie was mit Öl drin. Auf jeden Fall habe ich so einen richtigen Glow im Gesicht. Gesichtsspray für mehr Feuchtigkeit und Energie. Augen beim Auftragen schließen. Also ich hatte das Gefühl, dass hier irgendwie was mit Öl drin ist. Ich gucke hier gerade, ob ich irgendwas finde. Grapefruitöl ist hier drin. Ja, das würde das erklären, weil das war immer so ein bisschen, also es hat Feuchtigkeit gegeben, man hatte aber so einen Glow im Gesicht, der so ein bisschen nach Öl aussah. Also irgendwie war es cool, es hat Spaß gemacht, dieses Produkt zu benutzen, aber es wurde jetzt auch höchste Eisenbahn, weil das ist ja gut 24 Monate ist das haltbar, ne? Also das war wirklich gut, würde ich mir nachkaufen, weil das halt einfach schön warm. Ja, dann habe ich was aufgebraucht, das finde ich auch super und ich kann mich gar nicht entscheiden. Also von Body Shop einmal das Camomile, das ist da die Cleansing Butter. Ich benutze ja eigentlich hier Puder, also da habe ich ja den Cleansing Balm, den finde ich super, super gut. Aber das Ding finde ich auch gut. Also ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, was ich besser finde. Ich finde, der hier schmilzt ein bisschen besser. Also wenn man den aufträgt, der verschmilzt so ein bisschen flüssiger mit der Haut und der andere ist so ein bisschen dickflüssiger von Yepoda. Also der hier ist auch an den Augen, also hier drehen die Augen nicht, das reizt die Augen nicht, das kriegt jedes Make-up mit runter. Also das Ding hier ist genauso gut. Ich glaube, vom Preis nehmen die sich nicht viel was. Die Body Shop und Yepoda, ich glaube, Yepoda ist sogar noch ein bisschen teurer, aber da ist mehr drin. Auf jeden Fall finde ich beide gut und ich habe mir dieses Produkt auch nochmal nachgekauft. Abschminken muss man sich immer und ich habe mir gedacht, komm, also das brauche ich in groß. Das war auch richtig sanft zur Haut gewesen, auch keine Irritation, das pflegt die Haut gleichzeitig, wie gesagt, nimmt alles runter, ein ganz, ganz tolles Produkt. Noch eine Kerze, die auch nicht komplett abgebrannt ist, das ist die Ingwer-Zitronengras von Profissimo, da ist da unten noch ein bisschen was drin.
Die hat auch nicht ganz so extrem gerochen. Also die hat schon gut gerochen, aber ja, die würde ich mir jetzt auch nicht nochmal nachkaufen, glaube ich. Ich fand die ganz okay, aber wie gesagt, die ist halt auch nicht komplett runtergebrannt. Die hat aber dafür nicht gerußt oder so. Die gab es mal irgendwann im Sommer. Das ist so mit ätherischen Ölen. Ich habe die noch mit Lavendel hier. Mit Lavendel gefällt mir die ein bisschen besser wie die hier. Dann habe ich eine Mascara von Banana Beauty. Das ist die Soulmate. Die ist echt schön. Die kommt mit diesem Bananenbürstchen. Allerdings mag ich die Sanduhrbürstchen von Banana Beauty ein bisschen lieber. Die hat aber auch schöne Wimpern gemacht. Also allgemein die kompletten Mascaren von Banana Beauty finde ich gut. Kann ich euch empfehlen. Ich glaube, es gibt eine. Das ist die für lange Wimpern. Die geht so wie die Tannenbäumchen da hinten, so spitz nach oben zu. Ja, und die mag ich nicht. Aber sonst die mit dem sanduhrförmigen Bürstchen und so, die finde ich so klasse. Gerade die Volume-Up-Mascara ist ein Träumchen. Ja, und die Soulmate, die fand ich jetzt auch nicht schlecht. Das ist auch so eine LE gewesen. Die gibt es jetzt, glaube ich, eh nicht mehr. So, was haben wir noch? Ah ja, okay. Ich habe hier noch Teelichter und zwar Rose All Day. Die habe ich direkt aufgedüftelt. Die hatte ich von einer lieben Followerin zugeschickt bekommen. Die sind von Partylight. Die haben mir gut gefallen. Also Partylight hat echt extrem schöne Düfte und auch hier diese Teelichter, die sind super runtergebrannt. Die haben toll lang gebrannt und haben auch einen schönen Duft im Raum verteilt. Also die haben mir echt gut gefallen. Habe auch keinen Kopfschmerz bekommen. Da würde ich mir echt nochmal die ein oder andere Kerze tatsächlich kaufen. Muss aber mal gucken. Ich habe jetzt noch einige Kerzen zu Hause. Auch hier noch stehen, die ich mal aufdüfteln muss. Dann einmal Savage Garden von Rituals. Ja, die stand im Bad. Die hat mir auch gefallen. Die ist auch schön runtergebrannt, muss ich sagen. Also die hat mir gefallen. Die hat so ein bisschen gerußt, aber die war echt gut. Also die sind sehr unterschiedlich, die Rituals-Kerzen. Also mal habe ich welche, die sind echt nicht gut. Dann habe ich wieder welche, die sind gut. Ich weiß nicht, ob das an der Duftrichtung liegt oder sowas. Auf jeden Fall brennen manche gut ab, manche nicht so gut. Und hier, die war gut. Eine Vitamin C Creme von Garnier. Das war eine Probe, wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Das war eine Serumcreme gewesen. Hat mir gut gefallen. Ich hatte auch das Gefühl, also ich will gerade mal gucken, das ist noch ein bisschen hier drin. Das ist so gelblich, ne? Also das sieht man quasi, das Vitamin C. Also nee, die hat mir aber sehr gefallen. Also auch bei meiner Mischhaut. Und die riecht auch schön, also die hat so richtig wie frisch gerochen. Und die ist bei müder und unebenmäßiger Haut, ne? Die hat Vitamin C mit drin und eben halt noch einen Lichtschutzfaktor von 25. Und dadurch, dass das so eine Serumcreme war, war das schon relativ leicht, aber doch sehr schön pflegend. Also das ist ein Produkt, was ich mir in groß kaufen würde. Muss ich ehrlich sagen, gerade wegen dem Vitamin C fand ich das schon ganz schön. So, es kommen noch Masken und es kommen hier einmal MAC Lashes. Also ich habe MAC Lashes einmal, die ich jetzt entsorgen werde. Ich habe die wirklich schon Ewigkeiten hier liegen. Und habe sie immer noch wieder benutzt, aber jetzt ist es wirklich rum. Also die sind hier, ihr seht das schon, ausgefranst. Ne? Da zeige ich euch ja auch regelmäßig, wenn ich die aussortiere. Hier oben, die geht witzigerweise noch, aber die andere Seite ist ausgefranst. Das war einmal auf jeden Fall Berry gewesen. Das ist eine meiner liebsten Varianten. Ich habe jetzt eine neue, das ist die Kasserine, heißt die, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Oder Katharina, Kasserina, irgend sowas auf jeden Fall. Ja, Berry und die anderen, das sind so mit meinen liebsten Varianten. Heute habe ich zum Beispiel die Beauty drauf, die finde ich auch ganz schön, aber vorzugsweise würde ich mir die Berries, glaube ich, nochmal nachkaufen. Also ich habe ja eh noch genug hier, ich kaufe mir die immer, wenn es irgendwie einen coolen Rabatt gibt oder so. Ja, ich finde es auch immer schade, wenn ich welche wegwerfen muss, aber die haben wirklich ausgedient. Allein das hier, das ist so lappelig geworden, also ihr könnt die echt so oft wiederverwenden. Die sind so geil, ich kann euch die nur empfehlen, hier mit dem Magnet, ihr habt einfach zack, zack die Wimpern dran und ihr habt schöne Lashes. Also ihr seht wirklich gut aus damit und ihr braucht keine Wimperntusche benutzen und nichts. Das ist einfach immer schön. Dann habe ich einmal hier für die Zahnpflege nochmal von Procuden Zahnseidesticks und Interdentalbürstchen. Ja, die kaufe ich immer wieder günstig im Rossmann oder im DM nach. Die hier waren jetzt in dem Fall vom Rossmann. Ja, die sind ganz gut, verbrauchen wir einfach immer, kaufe ich immer in der Drogerie einfach nach. Ich finde, da gibt es auch nicht so viele Unterschiede, also da nehme ich einfach immer die günstigen. Dann habe ich einen Easy Brush Liner, da habe ich letztens noch von geredet, von Essence einmal. Der ist jetzt leer, also das ist so ein Eyeliner, ne, der oben so eine Pinselspitze hat. Super gut, also von Essence, der ist genauso wie der von NYX, der Epic Ink Liner, nur dass die Spitze hier... Ja, die ist ein bisschen breiter. Der ist nicht ganz so fein wie der Epic Ink Liner, aber der hält auch lange. Der hat eine Kugel zum Schütteln mit drin. Also das Produkt
trocknet nicht aus. Es ist wirklich ein schöner Eyeliner, den man auch kaufen kann, wo man dann nicht weiß, man benutzt den zweimal und der ist dann irgendwie gefühlt leer. Also der hier hat echt lang gehalten. Ich habe eine Maske gemacht, die richtig teuer ist, und zwar die Clam Glow Maske. Die Bubble Sheet Maske von Clam Glow heißt die Marke. Die ist echt teuer. Die war aber so gut gewesen. Meine Güte, also die würde ich nochmal wieder kaufen, wenn ich die kriegen würde. Die war in der Look Fantastic Muttertagsbox drin gewesen. Die ist gerade momentan stark reduziert. Ich kann euch das ja mal unten verlinken. Dann kommt ihr direkt dahin. Ich habe die hier stehen. Die ist wirklich schön. Und da war halt einfach diese Maske mit drin. Ja, ich habe mir gedacht, jetzt ist die so stark reduziert, bevor die weg ist, kaufe ich mir diese Box und ja, habe dann diese Maske gemacht. Die gibt so krass Schaum im Gesicht. Die bekommt so eine richtig dicke, so dick ist das, so eine fette Schaumschicht. Und ihr merkt, es bitzelt auf der Haut. Es tut sich was. Die Maske arbeitet mit der Haut und das ist wirklich der Hammer. Also ich muss sagen, die hat echt extrem gut gereinigt. Ich hatte das Gefühl, porentief gereinigt zu sein im Gesicht. Die ist geil, aber die ist teuer zum Nachkaufen. Aber würde ich mir theoretisch kaufen, muss ich mal gucken, wenn ich die nochmal haben will, gucke ich mal, ob die irgendwie im Angebot ist, dann hole ich mir die nochmal. So, von Neutrogena, eine Hydro Boost 2-in-1 Hydrogel Tuch Augenmaske. Also das war nur hier für unters Auge gewesen, fand ich ganz gut. Muss ich sagen, würde ich mir auch nachkaufen, aber ja, doch, würde ich mir nachkaufen. Gibt kein Aber, also die fand ich schon gut. Die war auch irgendwo mal in der Box mit drin. Ich habe die mir jetzt nicht in der Drogerie gekauft. Dann habe ich eine Watermelon Hydrating and Soothing Mask gemacht von Stay Well. Jetzt fragt mich, wo ich die her hatte, Leute. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die hat mir auch jemand mal mitgeschickt. Die habe ich schon ganz lange im Schrank gehabt und ich musste sie jetzt endlich mal machen. Die ist vegan gewesen, hat schön nach Wassermelone gerochen, hat keine Pickel gegeben, hat nicht geklebt. Die Haut sah gut aus danach. Also die hat das gemacht, was sie machen soll. Fand ich schön, war eine koreanische. Die koreanischen funktionieren bei mir immer. Ich weiß nicht warum, also meine Haut mag irgendwie diese koreanischen Produkte. Dann habe ich Olaplex Nummer 3 aufgebraucht. Ne, das ist das Olaplex, was man nicht auswäscht, glaube ich. Genau, steht doch hier drauf. Das gibt man ins Handtuch trockene Haar. Doch, das macht man, das wäscht man aus. Ich habe einfach nur hier draufstehen, nicht auswaschen. Also, das kann man drauf lassen, aber man sollte es auswaschen. Ich habe es immer ausgewaschen, genau. 10 Minuten lässt man das drauf, das kommt ins Handtuch trockene Haar. Das ist so ein Conditioner und dann spült man den aus. Also das ist wirklich gut hier, die Nummer 3. Ich habe das jetzt auch in groß hier und ich habe auch die Nummer 6 hier. Das ist das, was drin bleibt, also von Olaplex. Bin ich echt begeistert. Ich finde die wirklich gut. Man merkt, dass das den Haaren gut tut. Ne? Gerade wenn man blondierte Haare hat und die so ein bisschen brüchig sind, hilft das schon, meine ich. Also deshalb auch diese Leave-In-Geschichten von Olaplex. Ich bin immer froh, wenn da irgendwas in der Box drin ist oder wenn ich irgendwo was herbekomme günstig, dann freue ich mich, weil Olaplex finde ich schon gut und würde ich auch nachkaufen. Was ich auch super fand, ist einmal hier so ein Spray von Crow Gorgeous. Crow Gorgeous ist eine Marke, die kannte ich nur von Look Fantastic. Ja, nur von Look Fantastic eigentlich. Ich hoffe, dass da mal eine Box rauskommt, wo nur Crow Gorgeous Produkte drin sind. Ich habe auch noch ein paar hier, die ich austesten möchte. Ich habe noch ein Volumen-Shampoo. Und das hier war einmal das Defense Anti-Pollution Leave-In Spray. Das ist so gut. Das riecht so schön. Die Crow Gorgeous Produkte haben einen ganz, ganz tollen Duft. Und ja, das hier ist ein Anti-Pollution-Spray eben. Das schützt so ein bisschen, also das schützt vor Haarbruch, das gibt dem Haar Glanz, das ist ein Hitzeschutz. Also das kann ganz viel, dieses Spray. Und das entwirrt auch die Haare. Dieser Duft, ich liebe den. Also ich habe auch schon überlegt, mir das Spray in groß zu kaufen. Das war mal irgendwo in der Box drin und das hat sehr lang gehalten. 60 Milliliter waren das. Ich glaube, das werde ich mir auch nochmal nachkaufen, weil diese Haarpflege von Crow Gorgeous ist zwar ein bisschen teurer, aber ich finde, dass sie sich lohnen. Also ich hatte schon mehrere Produkte davon und es war immer alles gut gewesen. Von daher ein schönes Produkt. Dann habe ich ein Serum aufgebraucht. Das habe ich gerne gemocht. Würde ich mir auch theoretisch nachkaufen, wenn ich nicht noch so viele Produkte da hätte. Von Suntik einmal das I'm Vegan Sun Serum 50, also SPF 50. Grandios, richtig gut. Ist es ist ein Serum, aber hat einen Lichtschutzfaktor. Das ist so geil. Im Sommer, wenn es so heiß ist, man hat ja keinen Bock, sich da die Pasten ins Gesicht zu klatschen, was einen dann noch mehr dazu bringt, zu schwitzen und so. Und das hier war so leicht. Das war eine Leichtigkeit im Gesicht. Das hat gut gerochen. Das hat schön gepflegt. Meine Haut war wirklich gut damit. Ich
liebe dieses Serum. Ich finde es wirklich sehr gut und würde mir das für nächsten Sommer auf jeden Fall auf meine Liste schreiben und mir nachkaufen, weil das einfach so leicht war. Und ihr seht ja, ne, ich habe hier jeden Tropfen raus. Ich finde das super. Das kommt hier unten, also das hat auch so einen schönen, ich sehe das hier, so eine schöne Spitze. Man kann das so schön dosieren. Hammer, richtig tolles Produkt. Das hat auch keinen weißen Schleier gegeben. Ist schnell eingezogen und also das war genial. Das war wirklich super. Ich habe fast keine Flops diesmal. Finde ich gut. Dann habe ich einmal von Dalton die für unreine Haut die Maske gemacht. Die ist schön. Anti-Pickel-Tuchmaske. Und da hatte ich auch die, also ich hatte die drauf gemacht, als ich das Gefühl habe, ich kriege jetzt so einen Ausbruch wieder. Ne? Da war hier neben so ein bisschen und hier, ich weiß nicht. Es war irgendwie nicht so gut. Und dann habe ich die Maske hier drauf gemacht. Ich habe die wirklich lang drauf gelassen. Wie lange lässt man die eigentlich? 15 Minuten. Oh Gott, ich habe die bestimmt 30 Minuten drauf gehabt. Das ist auch so eine Maske, die hat Teebaumöl mit drin und lauter so entzündungshemmende Geschichten, ne? Algen und sowas, was halt eben den Entzündungen entgegenwirkt, wenn man so eine unreine und entzündliche Haut hat. Die Inhaltsstoffe hiervon finde ich persönlich sehr gut und das leuchtet mir auch ein, warum die hier drin sind. Die Maske, das ist auch so eine, die saugt sich richtig ans Gesicht fest. Ihr könnt die mit alles machen. Das ist auch diese Biozellulose, meine ich, ist das. Hier steht jetzt hier gar nicht, ne? Aber ich glaube, dass es auch diese Biozellulose-Maske ist, die auch bei der blauen Maske ist. Also es fühlt sich auf jeden Fall so an. Die ist richtig toll. Also muss man ja auch nicht jeden Tag machen, aber man sollte die vielleicht zu Hause haben. Also ich habe jetzt noch eine hier, ne? Wenn man mal so einen Pickelausbruch hat, dass man sagt, aha, dazu greife ich jetzt, ne? Also die nehme ich jetzt. Ich habe einen Pickelausbruch, ganz, ganz toll. Was auch hilft, ist die Oystermaske von Dalton. Also die hilft auch bei unreiner Haut. Die mattiert so ein bisschen. Und bei der Oystermaske ist es auch cool, wenn man jetzt einen Pickel irgendwo bekommt, kann man sich die punktuell irgendwo auftupfen. Man lässt es einfach mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde drauf und am nächsten Tag, ihr werdet sehen, der Pickel geht zurück. Also der Pickel, die Entzündung ist wie rausgezogen und das finde ich bei der Oystermaske so geil, ja. Also für unreine Haut kann ich euch da wirklich die hier oder die Oystermaske sehr empfehlen. Ich habe es am eigenen Leib ausprobiert und finde ich gut. Dann habe ich ein Shampoo und zwar Hair Ritual by Sisley. Das ist das Volumen-Shampoo mit Kamillenöl. Das war so ein kleines Pröbchen, das habe ich in der Badewanne, habe ich das Shampoo benutzt. 15 Milliliter, das war gut, die Haare duften halt schön hier nach. Also das hat einen ganz, ganz, ach, das hat so einen schönen, angenehmen Duft. Wie Friseur riecht das, hat mir schon gut gefallen, aber war halt ein bisschen weniger. Aber so konnte ich das mal austesten. Meine Haare waren schön fluffig, die waren schön gepflegt. Kann ich nicht meckern, also ich fand es schon ganz gut, muss ich sagen. Dann habe ich einmal ein Duschgel von L'Occitane und zwar das Verbene Shower Gel. Leute, das ist so geil, wenn ihr auf Zitronenduft steht, müsst ihr euch das holen. Also das ist dieser Verbena Duft. So gut, ich habe mir das in groß nachgekauft, weil ich das so dermaßen feiere. Ich finde das einfach nur, das riecht so gut, so schön frisch und das hat so eine gute Laune morgens gemacht. Auch im Winter, finde ich, kann man das benutzen. Also es ist wirklich ein schönes Duschgel. Das war jetzt im Adventskalender drin, ne? 30 Milliliter. Das war schnell weggeduscht, aber ich liebe das. Würde ich mir auch als Bodylotion nochmal kaufen. Ich habe aber noch eine kleine hier. Dann ein Puder. Von Hourglass einmal das Whale Translucent Setting Powder. Was soll ich sagen? Es war ja klar, dass ich das gut finde. Bei mir ist immer das Ding, ich hoffe immer, wenn ich solche teuren Produkte mal austesten kann, aus Boxen und so weiter, dass ich es einfach nicht gut finde, damit ich mir es nicht nachkaufe, ja. Aber ich fand es gut, leider. Ich fand es so gut, dass ich dieses Innenteil sogar rausgemacht habe, um auch wirklich an den letzten Rest zu kommen. Absolut geiles Puder, das ist richtig toll, das liegt wie Seide auf der Haut, die Haut ist so geblurrt, das sieht richtig gut aus, hätte ich nicht gedacht, dass dieses Hourglass Puder wirklich so gut ist. Ja, das werde ich mir als nächstes in groß nachkaufen, wenn das mal irgendwo im Angebot ist, werde ich zuschlagen, ich finde das richtig, richtig, richtig gut. So schön. Also das zeichnet die Haut so ein bisschen weich und es ist so ganz zart und weich. Ich kann euch das gar nicht beschreiben. Es ist auf jeden Fall, sieht es schön aus bei mir und es hat mit jeder Foundation gut funktioniert. So ein schönes Puder, ey. Dann habe ich die Pillow Talk Push-Up Lashes von Charlotte Tilbury einmal aufgebraucht. Finde ich auch gut. Also die ist wirklich auch schön. Die hat so eine ganz
also es ist eine Mascara, ne? Die hat so eine ganz flache Bürste, ihr seht das hier, und so ist die breit. Also die ist, hat eine flache, eine breite Seite, und hier kann man so schön an dem unteren Wimpernkranz die Wimpern, oh, das ist ein Träumchen, diese Mascara, die finde ich auch extrem gut. Hatte ich halt, wie gesagt, nur diese kleine 1,5 Milliliter, ich habe die noch einmal in groß hier. Und jetzt hat eine liebe Zuschauerin mir gesagt, dass von Eveline Cosmetics eine Mascara gibt. Also ich werde euch das hier auch einblenden, dann könnt ihr das sehen, welche das ist. Und die sollen dupe sein. Die kostet, glaube ich, 10 Euro. Ich habe sie schon in meinem Warenkorb. Ich werde sie bestellen und möchte sie gerne mit der Pillow Talk vergleichen. Weil ich habe ja beide hier. Muss ich mal gucken, ob ich das mache. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr, sehr gute Mascara, die Original. Und wie die von Eveline Cosmetics ist, kann ich euch nicht sagen. Aber wie gesagt, sie liegt in meinem Warenkorb. Ich werde sie bestellen die Tage. Ich warte nur noch. Ich wollte mal gucken, was sonst noch demnächst so bei Cosmetic for Less geht auf der Seite. Also ich wollte da noch einen Moment sammeln und dann wollte ich bestellen, genau. Ach, dann habe ich noch mal hier Coco Mademoiselle gemacht. Ne? Ich habe hier so ein paar Prübchen aufgebraucht. Boah, und dann habe ich was, das war auch, das wollte ich mir auch unbedingt nachkaufen. Bin aber dann wieder von dem Trip runtergekommen, weil ich es nirgendwo günstig bekommen habe. Das ist von Clarins einmal die Skin Illusion Velvet Mattifying and Hydrating Foundation. Bei meiner Haut absolut ein Träumchen. Das sah so gut aus. Meine Haut sah schön aus. Meine Güte. Strawberry, also hier ist irgendein Strawberry mit drin. Auf jeden Fall hieß die Farbe hier 110N. Die war so gut. Das hat genau gepasst. Das war perfekt. Also das ist wirklich ein Produkt. Wenn das irgendwo im Angebot mal günstig kommt, werde ich mich das auch kaufen, weil das war... Meine Haut sah so gut aus. Das ist genauso wie bei der Catrice Foundation gewesen. Das hat so toll gehalten den Tag über. Mein Hautbild sah super aus. Das war alles so mattiert und ebenmäßig und nicht ausgetrocknet. Die Haut war trotzdem mit Feuchtigkeit versorgt. Also im Prinzip bräuchte man auch nur die Catrice. Ne? Ich bräuchte mir diese eigentlich gar nicht kaufen, weil die ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber irgendwie, ich weiß nicht, die hat mir so gut gefallen. Ich glaube, irgendwann werde ich mir die kaufen müssen. Als nächstes habe ich wieder meinen Augenbrauenstift aufgebraucht von L'Oreal einmal. Das ist der Brow Artist Skinny Definer in der Farbe 104. Chatain, das ist meine Farbe, die ich immer, die habe ich heute auch drauf, finde ich super, die passt einfach gut zu mir, die sind schön, das sind diese ganz mikrofeinen zum Hochdrehen, damit kann man erst die Augenbrauen umranden, dann so ein bisschen ausfüllen und hinten ist halt nochmal so ein Spuli mit dran, ja, und dann kann man so ein bisschen die Augenbrauen halt ausbürsten. Richtig, richtig tolle Farbe, passt halt gut bei mir und diese Farbe würde ich mir halt auch nochmal nachkaufen, beziehungsweise habe sie mir auch nachgekauft. Dann habe ich einmal von Ella Masca den Liquid Eyeliner, also das ist ein ganz normaler Filzstift-Eyeliner, ich zeige euch den mal. Den habe ich jetzt aussortiert, der fängt langsam an und malt nicht mehr richtig. Der nervt mich und ich habe dafür genug Eyeliner zu Hause, dass ich mich halt nicht damit rumärgern muss. Der war ganz okay. Also der hat halt nicht so eine lange Spitze, der hat so eine kurze Spitze und das hat halt nicht immer so gut geklappt, hier mit einem Wing zu machen oder so. Ich finde die dann, die so ein bisschen länger sind und flexibler sind, ein bisschen besser. Irgendwie kriegt man dann besseren Schwung mit, denn ich weiß es nicht auf jeden Fall. Ja, war mal in der Box halt drin. So, wir haben es gleich geschafft, meine Lieben. Ich habe hier einmal Badefee Body Joghurt Fresh Grapefruit. Grandios, richtig gut. Hat einen unglaublichen guten Duft. Und dieser Body Joghurt von Badefee, der zieht halt einfach auch sehr gut ein. Kann man überhaupt nicht meckern. Ihr könnt euch danach direkt wieder anziehen. Dieser Grapefruit-Duft von Badefee. Ich könnte mich reinsetzen. Diesen Grapefruit-Duft gibt es nur bei Badefee. Riecht unfassbar gut. Gibt es auch als Peeling und als Badebombe, als Badekugel und so weiter. Badefee ist halt auch so ein Ding. Ich könnte da einen ganzen Tag bestellen. Die haben so schöne Sachen. Dann habe ich hier einmal von Nui die Mascara, die Pango, aufgebraucht. Das ist die schwarze. Die ist jetzt zu Ende. Also die ist jetzt wirklich sehr, sehr trocken. Ich habe die hoch und runter benutzt. Die macht sehr schöne Wimpern. Ihr kennt die bestimmt von mir auch schon von Instagram und auch bei YouTube. Hier habe ich mal schon ein Video über Nui gemacht. Und da habt ihr ja sicher auch schon mal gesehen, wie die performt. Also ich finde die gut. Das ist eine Naturkosmetik-Mascara. Und dafür, dass es Naturkosmetik ist, macht die Bombenwimpern. Muss man ehrlich sagen, es ist eine sehr schöne, aber auch sehr teure Mascara. Die fühlt sich aber auch wertig an. Die sieht schön aus.
aus, ne? Die hat dieses schlichte schwarze Design, die ist schwer, liegt die in der Hand. Es ist schon ein Stückchen Luxus, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn die reduziert ist oder man hat einen Rabattcode, ne? Also ich habe ja auch einmal im Monat meistens einen Rabattcode oder zweimal im Monat. Und dann gibt es 20% da drauf. Ich finde, dann kann man die auf jeden Fall kaufen. Nur für den vollen Preis würde ich sie jetzt nicht bestellen, weil es halt schon eine sehr teure Mascara ist. Aber die ist gut. Und die ist ja auch sogar glutenfrei. Ne? Also wenn ihr da irgendwie was sucht, was nichts drin hat, was aber trotzdem was macht. Also ich meine, ich habe so viel Naturkosmetik-Mascaren schon ausprobiert. Von Alverde und was weiß ich was. Also ich fand bisher nicht viele gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die hier, also die hat es echt drauf, kann man sagen, was man will. Ich komme damit auch gut zurecht. Man muss hier ein bisschen aufpassen. Also wenn ihr die zu Hause habt oder wenn ihr euch die holen wollt, müsst ihr ein bisschen gucken. Also die braucht einen Moment, bis die sich eingegroovt hat. Also ich würde die nicht sofort wieder weggeben, wenn ihr sagt, ah, die funktioniert bei mir nicht. Habe ich am Anfang auch, ich habe auch erst gedacht, die funktioniert ja gar nicht bei mir. Dann habe ich sie weiter benutzt und weiter. Und dann wurden meine Wimpern richtig schön damit. Das hat wirklich einen Moment gedauert. Und zum Schluss wird sie dann auch nochmal nicht mehr so gut, weil, also das ist so die letzten paar Mal, wo man sie benutzt, wenn die dann wirklich austrocknet, ne, dann ist sie halt nicht mehr so gut. Aber so mittendrin, die ist richtig gut, kann ich euch auch empfehlen. Wie gesagt, nur mit Code. Dann habe ich noch Ampullis gemacht und zwar von Dalton. Ampullen kommen bei mir immer zum Schluss, weil die immer unten drin liegen. So, und da habe ich einmal die Hyaluron Urea gemacht. Das ist meine liebste Ampulle, mit meine liebste Ampulle. Sagen wir es mal so, ich finde die wirklich gut. Die ist genial, die spendet sofort Feuchtigkeit. Dann einmal die Extreme Lift Marine Filler Ampulle, auch super. Also die gibt wirklich so ein Sofortstraffungsgefühl im Gesicht und man sieht auch frischer aus. Also die macht wirklich was, die haben halt alle irgendwie unterschiedliche Funktionen und was auch meiner Meinung nach funktioniert. Dann einmal die Sie Ampulle, das ist die, wie hieß die, Sie Essential Activator, also die spendet halt auch extrem viel Feuchtigkeit und gibt nochmal so einen schönen Glow im Gesicht. Die mag ich auch, das ist diese hellblaue, die hat, da gibt es auch eine Creme von, die habe ich aber noch nicht ausprobiert, die soll aber auch sehr gut sein. So, dann von Barbour einmal Beauty Rescued, genau, das ist auch eine meiner liebsten von Barbour. Die roten sind das, glaube ich, und die sind auch gut, da habe ich jetzt auch halt eine gemacht gehabt. Dann habe ich noch eine von Dalton, das war noch ein Extreme Lift. Also ihr seht diese Extreme Lift, ich habe die eigentlich jeden Monat so ein, zwei Mal. Und die reicht mir dann, so eine Ampulle reicht mir immer so für 2 Tage. Ich habe jetzt gerade auch wieder eine im Bad offen, die habe ich jetzt heute Morgen benutzt. Und morgen früh benutze ich dann die andere Hälfte. Also ich benutze die Extreme Lift nur morgens, weil für abends sehe ich da keinen Sinn drin irgendwie. Für abends benutze ich dann meistens eine andere oder ein Serum oder so. Aber die sind schon extrem gut, die Ampullen. Das ist halt ein Luxus, ne? Man muss es ja nicht jeden Tag machen. Ich gucke auch, also ich habe jetzt hier auch, wie gesagt, für den ganzen Monat habe ich 5 Ampullen aufgebraucht. Also ja, 5 Ampullen, das sind dann 10 Tage, wo ich dann eine Ampulle benutzt habe und den Rest halt Serum. Also ich teile mir das dann auch immer ganz gut ein, so dass man das halt nicht jeden Tag benutzt eben. So, meine Lieben, das war einmal mein monatliches Aufgebrauch-Video. Ihr merkt schon, heute irgendwie, ich weiß nicht, heute hat es irgendwie ein bisschen gehakt bei mir. Keine Ahnung, hier ist es so warm, ich habe meinen dicken Pulli an, mir ist so warm und ja, irgendwie bin ich jetzt froh, dass ich es abgedreht habe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, welche Produkte ihr davon auch gut findet. Also ich hatte, glaube ich, fast gar keine Flops mit dabei, das gibt es auch selten. Ich habe meistens irgendwelche Flops. Also der größte Flop war meiner Meinung nach die Joy & Len Kerze. Die fand ich wirklich überhaupt nicht gut. Da würde ich euch von abraten, ehrlich gesagt. Naja, auf jeden Fall, ich habe jetzt noch die Look Fantastic Beauty Box hier für euch. Die möchte ich an einen von euch verlosen. Wie immer steht alles unten in der Infobox und ihr solltet Abonnent von meinem Kanal sein, dem Video ein Däumchen nach oben da lassen und einen Hashtag schreiben mit aufgebraucht. Dann seid ihr schon im Lostopf. Ich werde euch dann benachrichtigen, wenn ihr gewonnen habt. Und ja, macht sehr, sehr gerne mit. Ich packe schöne Sachen rein, wie immer. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt und euren Senf dazu gebt. Ich freue mich immer total, von euch zu lesen. Und vielleicht könnt ihr auch mal reinschreiben, was euer krassestes Flop-Produkt in den letzten Wochen war. Das würde mich sehr interessieren. Aufgrund dessen, dass ich jetzt kein richtiges Flop-Produkt mit dabei hatte. Also mich interessiert das immer sehr, was ihr als Flop-Produkt seht. Ich habe ja auch mal überlegt, ob ich mal ein Video mache und teste eure Flop-Produkte.
das Geld mal investiere und mal in die Drogerie gehe und einfach mal dann eure Drogerieprodukte kaufe. Mal gucken, vielleicht machen wir das ja auch mal. Ihr könnt das ja zusätzlich nochmal in die Kommentare reinschreiben, falls ihr bis hier jetzt überhaupt dran wart. Die meisten haben wahrscheinlich schon weggeklickt. Aber naja, ich würde mich jetzt verabschieden. Ich wünsche euch noch was und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Nicole.